Ja, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, darum geht's doch, oder? Superwahl, ja. Und wir sind die Wähler. Sind Sie schon bereit für eine männliche Bundeskanzlerin? Tja, solche Fragen muss man sich stellen. Changemaker werden gewählt, überall, weltweit. Veränderer. Weltweit, angefangen von Trump. Damit ging es ja los. Einem professionellen Regelverletzer, einem systematischen Tabubrecher. Trump sieht sich selbst als Summe aller Männer. Er steht. So sieht er sich selbst. Er steht morgens sicherlich vor dem goldenen Spiegel und ist beeindruckt über seine eigene Grandiosität. Aber wir haben in Europa auch Changemaker gewählt, systematisch, in einer anderen Kategorie, nicht in der gleichen. Durchaus sehr europafreundlich, angefangen von den Österreichern. Aber auch hier eine kleine Partei von den Grünen, die dort bei der Präsidentschaftswahl reüssiert. Die rechtsliberale Neugründung von Rutte in Belgien, in Holland hat gewonnen, hat sich durchgesetzt. Also auch Veränderer, die von kleinen Parteien kommen oder von neuen Bewegungen. Macron als neue Bewegung. Es ist nicht nur auffallend, dass das andere Typen sind, also so junge Kennedys eigentlich, so eine Slim-Fit-Generation, die sich da zeigt, sondern die anders als wir offenbar über neue Parteien, kleine Parteien, neue Bewegungen ins Amt kommen. Wie ungleich anders hier. Changemaker? Nein. Wir mögen den Amtsadel. Gerade im letzten Jahr haben wir reihenweise über die Landtagswahlen auch eben die belohnt, die schon Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten waren. In diesem Jahr sieht es etwas anders aus, aber wir lieben das Bekannte, nicht das Unbekannte. Anders wäre das nicht erklärbar, dass eine Frau antritt, nach 12 Jahren immer noch in der 4. Legislaturperiode möchte sie regieren, ohne dass das so wirklich in Frage gestellt wird. Nicht Changemaker sind gefragt, sondern offenbar Amtsadel. Es gibt sicherlich keinen Fluch, der über einer 4. Amtsperiode liegt, aber Adenauer hat es 2 Jahre nur geschafft. Und die letzten Kohljahre waren ziemlich bleiern, auch unter dem Gesichtspunkt von Finanz- und Steuerfragen. Es hat sich sehr wenig bewegt. Ja, das frische Angebot bei der Wahl ist dann der heilige Martin. Man kann 20 Jahre in einem Vorstand einer Partei sein und wirkt immer noch als anti-elitär, als einer, der von außen kommt, weil man in der Berliner Republik nicht bekannt ist. Und das ist durchaus nicht schlecht, das anti-elitär. Establishment, das Anti-Elitäre, was eine Rolle spielt, im Charme, der durchaus verfangen kann. Wenngleich, bin ja aus NRW, ich immer dachte, der Heiland kommt aus Bethlehem, nicht aus Würselen. Also, die neuen Gesichter, mit Martin Schulz haben wir ein neues Gesicht, können die Szenerie durchaus verändern, die anderen Namen kennen Sie alle, treten wie immer an. Und aus dem Süden wurde vor wenigen Wochen ja nochmal gesagt, ich mach's auch nochmal, man hatte den Eindruck beim ewigen Horst, dass dort gar keine Wahlen mehr stattfinden. Aber wir mögen das. Anders würden wir das ja nicht wählen. In Serie, ganz offensichtlich, nicht die Veränderung, sondern über eine Renaissance der Volksparteien, den Sog der Mitte. Traditionelle Parteien sind wieder stark in der Mitte, unterscheiden uns von allen anderen Ländern. Frau Kamm-Karrenbauer hat in Saarbrücken das über 40% zusammengebracht für eine traditionelle Volkspartei. Unglaublich im Vergleich zu anderen Ländern, die uns darum durchaus beneiden. Und wenn es dann mal zur Veränderung kommt, dass wir mal den Mut aufbringen, die Opposition zur Regierungsverantwortung zu bringen, dann sind das ja nicht, wenn Sie an Herrn Günther oder an Herrn Laschet denken, die neuen Wilden, sondern eher die neuen Milden. Auf Bundesebene haben wir es einmal geschafft, den Mut zu haben, zwei Oppositionsparteien in die Regierungsverantwortung zu bringen, nämlich Rot-Grün. Ansonsten ist immer einer der alten Partner dabei,
in der neuen Regierung, kontinuitätsverbürgend, als Versprechen geradezu. Oder die machen das ohne uns. In der Legislaturperiode tauschen sie den Partner oder den Kanzler aus. Also der Unterschied ist interessant, der uns zu dem Thema ja auch führt, ob Sicherheit mehr oder Gerechtigkeit eine Rolle spielt. Und auch den Anti-Trump, der Anfang des Jahres gewählt wurde, Steinmeier, ist insofern auch passend als großer Diplomat mit großer diplomatischer Erfahrung und als Chef des Kanzleramtes über Jahre ein Kenner in allen Themen der Politik. Aber wenn Herr Steinmeier morgens aufsteht und bei seiner Familie ist und sagt, ich gehe jetzt mal Brötchen holen, dann ist das nicht wirklich vorstellbar. Ein Steinmeier wird immer formulieren, ich stelle mich der Verantwortung. So sind unsere Anti-Trumps und so mögen wir sie, in dieser Schlichtheit. Das wählen wir immer wieder und das unterscheidet unsere Kandidaten, unsere Typen, unsere Führungsstile von anderen. Und das in Serie. Und insofern ist doch klar, beim Thema dieses Jahres geht es nicht um Gerechtigkeit im Sinne von Veränderungen, sondern um Sicherheit und um Identität. Das ist die Leitformel, und zwar Sicherheit als innere Sicherheit, als äußere Sicherheit, als soziale Sicherheit und vor allen Dingen auch als kulturelle Sicherheit. Die Kombination, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, ist der Übergang von kultureller Sicherheit in alle Identitätsfragen. Und das ist das, was uns in diesem Jahr intensiv weiter beschäftigt, auch bis zur Bundestagswahl. Ich möchte Ihnen zunächst ein paar Einschätzung geben zum Wählermarkt und Parteienmarkt und in einem zweiten Teil mit ein paar Folien dann gestützt eine Auswertung, die sich auf die aktuellen Parteiprogramme bezieht, genau zu dem Thema Mitbestimmung. Was haben die da alles reingeschrieben und was haben sie vielleicht nicht reingeschrieben? Wenn wir zum komplexen Wähler- und Parteienmarkt kommen, dann kann man erstmal sagen, Wahlkampf lohnt sich. Aufholjagden gleichermaßen sind in der Zeit geradezu angelegt. Niemand sollte sich sicher fühlen. Es gibt eine Erwartungssicherheit gegenüber dem Nicht-Erwartbaren. Überraschung. Mobilisierungen sind also möglich in jeder Hinsicht. Das zeigen sehr viele zurückliegende Wahlkämpfe und ohnehin in einem Klima, was sehr politisiert daherkommt. Viel politisierter, als es in früheren Jahren der Fall war. Man hat den Eindruck, dass wir wieder über A-Noten diskutieren und nicht über B-Noten, nicht über Haltung und Stil. Die zurückliegenden Wahlkämpfe hatten ja immer diesen Brigitte-Wahlkampf-Noten. Und dann scheint es in dieser Woche wieder ein bisschen Brigitte-Wahlkampf zu sein, wenngleich das Thema Ehe für alle oder nicht ein innerliches Thema ist, über das gestritten wird. Und wenn wir erkennen, wann praktisch es dazu kam, einen Ausgleich zwischen den beiden großen Volksparteien von den Umfragen zu schaffen am Anfang des Jahres, dann hing das damit zusammen, inhaltlich sich auseinanderzusetzen und nicht nur über Haltungsnoten sich auszutauschen. Alle Ausfranzungen an den Rändern hängen, sind praktisch zu vernachlässigen, immer dann, wenn alternativ diskutiert wird. Und insofern muss die Demokratie auch im Blick aus qualitätssicheren Gründen großes Interesse haben, dass auf Augenhöhe sich die Parteien begegnen, um inhaltlich zu streiten. Es wird wie über die Rangfolge gestritten, was ist wichtiger, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Sicherheit, Gerechtigkeit. Und das ist interessant zu beobachten im Kontext von eindeutig höheren Wahlbeteiligungen bei allen zurückliegenden Wahlen. Natürlich gibt es noch Stammwähler, aber der Durchschnittswähler ist heute etwa 55 Jahre alt. Die Senioren werden die Gruppe sein, die am meisten sich beteiligt. Sie haben geradezu Eifer, sich einzubringen. So war das bei allen Wahlen. Das ist der Zeitadel, der praktisch damit auch dokumentiert, wie er wählt und warum er wählt. Und es ist klar, dass diese Generation für Veränderung steht, für Aufbruch steht, für einen Neuanfang. Nicht? Okay. Ich dachte, es wäre so. Nein? Also auch hier, allein von den Wahlberechtigten, und von denen, die sich intensiv einbringen, können Sie ableiten, dass das Thema Sicherheit sehr, sehr dominant ist. Und insofern im Blick auf das, was kommt, wenn Mitbestimmung als Sicherheit definiert ist, ist eine große Möglichkeit, dieses Thema auch für die Wahlen zu nutzen.
Wir kennen natürlich auch die Anzahl der Nichtwähler, die es immer noch gibt. Und es gibt eine Topografie der Nichtwähler. Gerade in abgehängten Stadtteilen, ärmere, bildungsfernere beteiligen sich immer weniger. Also trotz der Zunahme der Wahlbeteiligung wird die soziale Ungleichheit durch die Wahl noch einmal bestätigt. Ein sehr frustrierendes Phänomen, aber ein wichtiges als Anliegen, woran es liegen könnte. Wir haben eine Teilung der Wählermärkte in Früh- und Spätwähler, auch eine interessante Kennzeichnung. Über ein Drittel der Wähler wählen ganz früh über Briefwahl. Für die muss man ja auch Wahlkampf machen und eigentlich müssten sie die Wahlkampfkostenerstattung zurückbekommen. Weil für die brauchen wir ja keinen Wahlkampf. Und am Ende, die 48 Stunden vor der Wahl, da haben sie die lustvollen Strafwähler, die Gesinnungstäter, was auch immer, Leute, die sich am Ende festlegen, die Demoskopie getrieben bei den Siegern dabei sein wollen. Das können auch ganz klar Wähler sein, die so Snapchat-Wähler sind, weil Facebook-Generation, das sind ja heute die Eltern- und Großelterngeneration im Netzwerk. Snapchat ist praktisch der jüngere Wähler, der sich nicht sehr intensiv an der Wahl beteiligt, aber dennoch eine große Rolle spielt im Blick auf den Wählermarkt, der als wählerischer hier zu kennzeichnen ist. Über 50% sind Wechselwähler. Sie sind also gewinnbar für eine bestimmte Position. Wenngleich unter Wechselwählern auch sehr viel sozial Erwünschtes steckt. Wer gibt schon freiwillig zu an einem wunderbaren Abendessen, dass er immer das Gleiche wählt? Und es hängt auch damit zusammen, dass sie die Prognosefähigkeit um 18 Uhr bei allen Wahltagen so präzise haben, weil sie, wenn sie gerade gewählt haben und nochmal der Forschungsgruppe Fragen beantworten oder Infratest, dann auch genau noch wissen, was sie gerade gemacht haben. Lassen Sie die Deutschen mal eine Nacht schlafen, dann werden sie auch zu Wechselwählern. Ich will das nicht übertreiben. Dennoch, wenn Sie nach 3-4 Jahren gefragt werden, unabhängig von Kommunalwahlen, in denen viele Stimmen zäufeln sind, ist es nicht so einfach mit dem Erinnerungsvermögen. Dennoch, viele wechseln ihre Stimme. Aber es gibt auch einen anderen Typus von Wählern, der natürlich alle Anwesende sehr intensiv sich mit den Synopsen zu den verschiedenen Positionen beschäftigt, Wahlveranstaltungen besucht, den Abgeordneten aufsucht, ihn persönlich befragt, für was er sich einsetzt. Also aufgeklärte Wähler, die alleine rational entscheiden. Alle Anwesenden. Faktisch gibt es auch ein paar Irrationalitäten. Denn sie wollen natürlich auch bei ihrem Wahlverhalten nicht nur bei Siegern sein, sondern sie fühlen sich nutzenorientiert, nicht milieugebunden, auch sehr sicher in einer Gruppe, mit der sie die gleichen Nutzen teilen. Psychologisch ganz einfach. Sie haben doch alle Wertstoffsäcke oder Wertstofftonnen zu Hause, diese gelben. Was passiert, wenn Sie die an einem Tag irgendwann mal beliebig rausstellen? Ja, genau. Andere stellen ihren dazu. Fans des Erfolgs. Fans des Erfolgs ist der typische Gruppenwähler. Sie wollen immer die Favoriten unterstützen. Und das gibt, ja, das ist der Müll ist weg. Ist auch ein Sieg. Wenn Sie also jetzt unter dem Gesichtspunkt von wählerischen Wählern also sehen, was freitagsabends die letzte Demoskopie Ihnen prognostiziert, wollen Sie bei den Siegern dabei sein. Die strategischen Umsetzungsmöglichkeiten dieser Echodemoskopie sind unglaublich größer, als es früher der Fall war. Weil Sie wissen, Sie können noch beeinflussen, bei den Siegern dabei zu sein. Nicht nur im Blick auf Koalition, sondern auch, ob einer über 5% kommt oder nicht. Das ist nicht unwichtig. Also das ist ein Ausmaß, der Demoskopie an Macht gegeben worden ist, die sehr hoch ist. Aber wir haben weitere Irrationalitäten. Wenn man unsicher ist, und wer ist nicht unsicher in diesen Tagen, versucht man mit Heuristiken, Faustformeln, Bauchgefühle in irgendeiner Weise sich dem Thema zu nähern, wer denn gewinnen könnte. Auch solche Wähler gibt es. Und da fällt natürlich auf, dass nach Schmidt und Schröder automatisch Schulz kommen muss. Das ist einfach eine Alliteration. Also das sind Ähnlichkeitsheuristiken, Ähnlichkeits- oder Analogieheuristiken, die wir praktisch für uns wählen, um, was wir nicht erfassen können, uns zu bestätigen, dass es richtig sein könnte. Auch diese Ähnlichkeitsheuristiker wählen und sind genauso wahlberechtigt wie jeder andere, der sehr aufgeklärt sich mit dem Programm auseinandersetzt. Natürlich sind die Deutschen risikoavers und verlustavers in einem Ausmaß, dass Verluste immer höher bewertet werden als Gewinne. Das ist der Status Quo-Wähler. Wenn Verluste höher bewertet werden als Gewinne,
ist das genau das, dass ich nur das Bekannte wähle, weil wenn ich auch gewinnen würde, nicht genau weiß, was kommt und dann vielleicht Verlustgefühle einsetzen, die ich vermeiden möchte. Und es gibt die Wähler voller inneren Widersprüche, die kognitive Dissonanz, die man irgendwie aushalten muss. Viele machen die Politik verächtlich und auch Politiker verächtlich. Aber die gleichen Leute als Wähler wollen, dass Politik alles für sie löst. Diesseitiges und Jenseitiges. Es geht nicht wirklich. Viele wollen bei allen Prozessen beteiligt werden, intensiv befragt werden. Die gleichen Leute wollen, dass die Entscheidungen ganz schnell fallen. Geht auch nicht. Es passt nicht wirklich zusammen. Und wir werden uns schnell verständigen, das habe ich auf vielen Veranstaltungen getestet, dass wir uns einig sind, dass die, die mehr verdienen, auch mehr zahlen sollen im Blick auf Steuern und Abgaben. Wenn ich am Ende der Veranstaltung frage, bleiben doch bitte mal die hier, die etwas mehr verdienen, da gehen alle weg. Das sind die inneren Widerspruchwähler. Voller Paradoxien, Sie kennen das aus der Kundenforschung, nicht ungewöhnlich. Bei Aldi einkaufen und eine Stunde später in der teuersten Ladenpassage treffen Sie die gleichen Leute. Also unterschiedliche, multiple Konsummuster, die in einer Kundendemokratie auch auf die Politik übertragen werden. Und von daher nenne ich das dann stabile Ambivalenzen, mit denen wir uns auseinandersetzen haben, Paradoxien, die in der Politik zu Prozessen übersetzt werden müssen. Daran hat der Politiker an sich Lust und Spaß. Sonst würde er sowas nicht wirklich auf sich nehmen. Aber er kann eben nicht nur mit der Rationalität von uns rechnen, sondern auch mit der Irrationalität. Und das ist mein Punkt. Natürlich gibt es die klaren, auch Stammwähler, die rational vielleicht entscheiden, aber die Orientierungsnomaden sind mehr geworden. Und insofern auch die Botschaft im Blick auf nicht nur Inhalte, über die wir gleich reden, wie Sie Mitbestimmung vielleicht präsentieren können, sondern auch die Botschaft, dass es wichtig ist, immer daran zu glauben, dass sich noch ganz viel verändern kann. Nichts ist in dieser Weise festgelegt. Und auch auf dem Parteienmarkt haben wir es ja mit sehr viel komplexen Konstellationen zu tun. Nicht nur unter den Koalitionsmöglichkeiten, 11 verschiedene Koalitionsregierungen mit verschiedenen Farben, Flaggen, die ich wusste gar nicht, wie die hießen, die Flaggen. Man muss so viel Flaggenkunde heute lernen, wenn man sich mit Koalitionen beschäftigt. Also die Möglichkeiten, über den Bundesrat etwas zu gestalten, sind minimal geworden. Das ist sehr unübersichtlich. Sie haben ein Parteiensystem, was vital ist, was robust ist, was belastbar ist. Defizitparteien entstehen dann, wenn eben Angebotslücken existieren. Wenn also bestimmte Angebote nicht formuliert werden von den Parteien, entsteht eine neue Partei. So war es mit der Protestpartei der AfD, so war es auch mit der Protestpartei der Piraten. Es ist nicht statisch, sondern unglaublich dynamisch. Als Wähler haben wir es in der Hand, darauf auf Einfluss zu nehmen. Keine Partei, die traditionell einfach nur groß bleibt, weil sie so heißt, wie sie heißt, sondern eine hohe dynamische Veränderung. Wenn alle Parteien sich nicht unterscheiden, entstehen Parteien, die Alternativen definieren. Aus dem Defizit heraus. Und wir haben bei großen Themen wie Eurokrise, bei der Krise, bei dem Umfeld der Flüchtlingsthematik zum Beispiel sehr große Allparteienkoalitionen gehabt, bei denen ganz klar ist, dass sich andere Parteien herausbilden, die das für sich aufgreifen. Die AfD hat auch grundsätzlich die Linke entgiftet. Und vor dem Hintergrund dieser Konstellation ist auch die Linke für viele Wähler nach wie vor attraktiver geworden. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und auch Rot-Rot-Grün im Blick auf Konstellation ist interessant. Es gibt ja viele rot-rot-grüne Mehrheiten, sowohl in Landtagen als auch im Bundestag. Immer dann, wenn Rot-Rot-Grün zur Wahl stand, für uns als Wählerinnen und Wähler, wurde sie nicht gewählt. Sie passiert, aber nicht durch Wähler. Also auch eine Paradoxie, die man beobachten kann bei der Wahl, zuletzt getestet, letztlich im Saarland, in dem das nicht auf Resonanz gestoßen ist. Und die Überlegung, wie es praktisch zur AfD kommt, es gibt viele Gründe, hängen aber auch mit einem Thema zusammen, was heute ja auch hier schon viele beschäftigt hat, die Frage von Abstiegsängsten. Wo sind Sicherungen eingebaut, auch für den Arbeitsplatz? Wer beschäftigt sich mit diesem Thema, wer wendet sich diesem Thema zu? Es sind ja eher männliche Wähler ohnehin, also die Demokratie hätte kein Qualitätsproblem, wenn nur Frauen wählen würden. Es sind 40-jährige Durchschnittsverdiener als Männer, die mehrheitlich die AfD gewählt haben und auch weiterhin wählen.
und die sehr stark den Eindruck haben, dass sie in einer Abstiegsgesellschaft wohnen. Und das ist zumindest einer der Gründe, warum diese Partei dann gewählt werden. Und es ist eine zukunftsängstliche Empörungsbewegung, die sich um die AfD herum geradezu gruppiert hat. Das ist eine interessante Beobachtung, weil diejenigen, die weniger Geld haben, die leben praktisch nur in der Gegenwart, weil sie ja bis abends in irgendeiner Weise mit dieser Gegenwart sich auseinandersetzen müssen, um über den Tag zu kommen. Diejenigen, die ganz viel Geld haben, leben eigentlich aus dem, was sie haben, aus der Vergangenheit. Mit der Zukunft beschäftigt sich nur die Mitte. Deswegen ist die Mitte auch immer zukunftssensibel. Zukunftsthemen entdecken sich zuerst in der Mitte der Bevölkerung und der Mittelschicht, wie immer man sie am Ende auch definiert. Deswegen ist die zukunftsängstliche Empörungsbewegung eine Protestbewegung als Partei um die AfD herum, die sich eben auch mit diesen Zukunftsfragen unter diesen Prämissen besonders auseinandersetzt. Und sie setzt auf das Ressentimentgefühl, auf die Angst, die auch einfach da ist, die diffus ist, die sich immer im Sinne auch von neuen fliegenden Zielen neue Ankerpunkte sucht, um mit der Angst auch haushalten zu können. Und Angst kommt in Deutschland sehr gut an. Kein Land hat so viel Krimis wie wir im Fernsehen. Angst, Lust lieben wir. Und die neueste Angst, wir sind ja Angstweltmeister, ist die Reichweitenangst. Wie weit komme ich mit meinem Elektroauto? Auch das sind Ängste, die eine Rolle spielen, die durchaus auch im Parteiensystem einen Niederschlag führen. Der Hinweis zu diesen verschiedenen Parteikonstellationen ist auch eine Kombination aus Fragen, die Schnittmenge betreffen. Einmal die übergeordnete Melodie von Sicherheit, aber darunter praktisch die Schnittmengen als Sieger immer ökonomische Effizienz, kulturelle Modernisierung und auch soziale Gerechtigkeit. Deswegen hat diese Woche die Union eher verstolpert versucht, stilistisch in Stilfragen geradezu aufzuholen, was die kulturelle Modernisierung anbelangt, um hier nicht getrieben zu werden. Die Schnittmenge macht entweder die Partei des Siegers aus oder die Koalition der Sieger zwischen drei Elementen. Aber die Grundmelodie bleibt Sicherheit als Begriffscontainer. Es ist klar, dass unter Bedingungen von Moderne Unsicherheiten, Verunsicherungen alltäglich sind durch Digitalisierung und andere Themen, die hier auch angesprochen worden sind. Es gehört zur Kennzeichnung der Moderne, auch verunsichert zu sein. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Auf den Wandel möchte man reagieren und sucht nach besonderen Zugehörigkeiten. Das sind einfach Modernitäts- und Modernisierungserfahrungen. Dennoch, wenn Sie die letzte Umfragen sehen, in der Wichtigkeit der Themen Juni des Politbarometers steht Platz 1, Flüchtlinge, Ausländer, Integration. 46% halten das nach wie vor für das wichtigste Thema. Und Platz 2 mit 16%, also deutlich darunter, soziale Gerechtigkeit, das soziale Gefälle. Sicherheit ist hier unterlegt, auch als Angst. Einmal vor muslimischer Überfremdung, wie viele gleichermaßen antworten. Angst vor Kriminalität, Angst, ökonomische Opfer zu bringen. Nach wie vor zu viel Geld für Flüchtlinge, sagen die Betroffenen. Ein Thema, was in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr spielt, keine große. Es schlummert aber, es ist da. Deswegen Identität und Sicherheit. Wenn 46% nach wie vor sagen, das ist das Hauptthema, was uns beschäftigt, ist es interessant, medial, kommunikativ spielt es keine große Rolle, aber es bleibt in dem Wichtigkeitshorizont der Bürger enorm an Platz 1 und sie wollen bei der Wahl Antworten haben über Parteien, die zu diesem Thema auch eine Position entwickeln. Das Sicherheitsthema hat aber auch in der Rangfolge interessante Ausschläge. Wir lieben ja eher die Gleichheit als die Freiheit, wenn man das in der Rangfolge bringt. Eher Sicherheit als Risiko. Risiko und Freiheit, da gibt es nur eine Möglichkeit als Deutsche, das auszuleben, auf den Autobahnen. Nur dort liebt man Risiko, nur dort lebt man die Freiheit, in keinem anderen Lebensbereich. Interessant. Und auch bei Parteien, die Sicherheit versprechen, muss man genau natürlich hinhören, unter welchen Rahmenbedingungen. Sie haben natürlich vor allen Dingen bei der Linken immer eine Partei, die im Blick auf Ausbau des Sozialstaats sehr viel vorschlägt. Aber Deutsche wählen nicht der, der am meisten anbietet, sich sozialstaatlich überbietet, sondern eher wird gewählt diejenigen, die den Status quo sichern.
Wer schützt die Wähler vor dem Wandel? Das mögen die Deutschen. Und das mag sehr enttäuschend sein für innovative Überlegungen. Und für Firmen ist es ohnehin keine Ansage. Aber sie müssen auch die Innovation, die Veränderung, die Diskontinuität so begründen, so einhegen, dass sie wie Kontinuität daherkommt. Und dieses Sicherheitskonservative, wer schützt die Wähler vor dem Wandel, ist eine ja durchgehende politisch-kulturelle Konstante, die alle Wahlen charakterisiert. Also nicht, wer am meisten verspricht, sondern wer praktisch den Status quo schützt und sichert und wer vor den Unwillen der Zukunft einen auch beschützt. Letztlich die Antwort auf diese verschiedenen Bausteine von Sicherheit, die ich mit Impressionen hier charakterisiere, die Antwort ist immer die große Koalition. Das ist die Risikounlust als Versprechen. Das ist politische Ökumene. Im Reformationsjahr, Lutherjahr kann man auch sagen, das ist versöhnte Verschiedenheit. Aber es ist systematisch Debattenallergie. Das ist das Problem. Und es ist für uns eigentlich so eine Art Lindenstraße der deutschen Politik. Wir haben die nicht gewählt. Wir haben sie auch nicht abgewählt. Sie ist eigentlich immer da. Aber das mögen wir. Anders wäre es ja gar nicht erklärbar, dass sie so gerne wieder gewählt wird und als wichtigste und als zentrale Wunsch nach wie vor bei den Bürgerinnen und Bürgern eine Rolle spielt, die Große Koalition. Es ist nie eine Zugewinngemeinschaft, sondern immer ein Stillhalteabkommen über ein Minenfeld. Und das hat mit unserem Verständnis als Demokraten wenig zu tun. Aber wenn Sie danach fragen, was ist die Hauptaufgabe der Opposition, sagen über 2/3 der Deutschen konstant die letzten 10 Jahre, die Hauptaufgabe der Opposition besteht darin, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Das kann dann die Tränen ins Gesicht treiben. Ich erspare mir das gerade. Solche Reden konnte unser ehemaliger Bundespräsident wunderbar halten. Dieser Bundes-Cicero, er war sehr fähig, praktisch auch sich selbst in Rührung zu reden. Das kann ich nicht. Und er hatte, ja. Er war eindrucksvoll, wirkungsvoll, gerade deshalb, weil er ja dialektisch praktisch in den Staatsverfassungen auftrat. Sie hatten hier praktisch den rührseligen, großartigen Bundespräsident, der immer die richtigen Worte gefunden hat, und daneben die Eiskönigin in ihrer Kälte und ihrer Emotionslosigkeit öffentlich. Genau das Gegenteil. Und interessant insofern als ja, Gesamtangebot für uns. Und unter diesen Rahmenbedingungen, dass wir so Opposition also betrachten und die Zusammenarbeit mit der Regierung so schätzen, haben wir auch ein institutionelles Setting, was für diese Demokratie als Form eher als eine Umarmungsdemokratie spricht. Überall runde Tische, Konsensdemokratie. Ausdruck dieses tiefen Sicherheitsbedürfnisses ist eben auch, dass sich das praktisch verfestigt hat in den bestimmten Institutionen, die wir so lieben und die damit auch ein besonderes Charakteristikum sind unserer konkreten Demokratie. Nun könnte man sagen, Mitbestimmung ist doch eigentlich vor diesem Rahmen ideal, weil es sich zu diesem institutionellen Setting, einer Umarmungsdemokratie mit Sicherheitsbedürfnis, durchaus einfügt. Es ist kein Sonderweg wie unsere Wahlen, die ich ein bisschen charakterisiert habe. 18 Mal hat gestern Rainer Hoffmann gesagt, gibt es das innerhalb der EU, das Instrument der Mitbestimmung. Aber doch die Einbettung als Sicherheitsgarant, als Abstiegsbremse, als Beschäftigungssicherung, also Sicherheit, die man gestalten kann, über dieses Instrument der Mitbestimmung wäre durchaus eine Möglichkeit, um damit zu mobilisieren. Anknüpfend an diese Grundbefindlichkeiten, die in Deutschland einfach da sind. Sicherheit ist das Gewinnerthema. Nicht Verteilungsfragen spielen insofern auch im Sinne der Mitbestimmung eine große Rolle, sondern eher das Minimum an sozialer Sicherheit, was man vor allen Dingen als Planungssicherheit für Biografien, für Familien, für Arbeitsleben einsetzt. Mitbestimmung als Stabilitätsgarant, als Garantie, als Sehnsuchtsort vielleicht auch für Landlustleser. Ein bisschen ironisch zugespitzt. Landlust ist ja die Zeitschrift, die sich am meisten verkauft als Magazin. Rückzug, praktisch ein bisschen verklärende Idylle. Das ist die eine Variante im Blick auf Stabilitätssicherung. Aber die Einordnung
in diese Möglichkeiten, damit auch offensiv zu werben, entspricht nicht nur dem Zeittrend, sondern ist auch politisch-kulturell absolut naheliegend. Also nicht die Gerechtigkeitsfragen, die Sie alle antreiben, die es auch zu Recht wichtig sind mit Sicherheit, sondern die Sicherheitsfragen und die Stabilitätsfragen sind eigentlich die Zentrale, mit denen man Mitbestimmung im Sinne der Mobilisierung in einem Superwahljahr, Partnersuche, Koalitionssuche größer und stark machen kann. Wenn wir uns das jetzt mal im Einzelnen noch mal konkret ansehen, was dazu die Parteien im Wahljahr gemacht haben, und Wahlprogramme sind ja poetische Verdichtungen geradezu, ideologische Anliegen, dann können wir bis auf Montag, wissen wir es noch nicht genau, Folgendes erkennen. Ich das mal hier einblende ein bisschen. Und zwar erstmal ist das Thema der Mitbestimmung konkret eingebettet in arbeitsmarktpolitische Verankerungen, also in den Kapiteln der verschiedenen Parteien zu Wirtschaft, Arbeit, Arbeitsmarkt. Dort ist es wiederzufinden. Und es wird nicht differenziert zwischen Unternehmensmitbestimmung und betrieblicher Mitbestimmung in den ausgewerteten Wahlprogrammen. Sie erkennen eigentlich zwei Dinge auf dieser Grafik. Einmal ist der Zeitstrahl 2005 bis 2017 abgebildet, von links nach rechts. Und von oben nach unten ist Stärkung, Ausbau der Mitbestimmungsinstrumentarien, Status quo in der Mittellinie, Schwächung und Abbau unten. So ist das Modell aufgebaut. Und Sie sehen in der Größe der Kreise die Tiefenschärfen, die Akzentuierung, die das Thema Mitbestimmung bei den Parteien spielt. Es fällt zunächst auf, wenn Sie die FDP beobachten und links, dass die FDP eben dann entweder fehlt oder ganz klein zum Status quo zurückgekehrt ist. Interessant, weil die FDP die einzige war, die 2005 und auch 2009, das war noch die Zeit des Gelbfiebers, in dem dann auch so viele diese Partei gewählt haben, sehr stark sich dafür eingesetzt hat, Mitbestimmungsrechte zu reduzieren und abzubauen. Das war aber ganz gut geeignet in Phasen der Mobilisierung, um über Polarisierung auch Menschen dafür zu erreichen. Wenn es jetzt auf die Ebene des Status quo rückt, auch selbst bei der FDP entweder nicht auftaucht oder sie das auch gleichermaßen gutheißen, dann wir nennen das ein, ist es eine Verschiebung von einem Positions-Issue zu einem Valenz-Issue. Das heißt also nicht mehr Ja oder Nein, Hierarchisierung ist möglich, sondern es geht eigentlich nur darum, dass die Bewertungen und Ziele gleichermaßen als positiv bewertet werden, dass man sich einig ist darin. Und das ist ein Problem, denn wenn die Parteien in der Regel den Status quo festschreiben und Mitbestimmung gut finden, so wie es ist, ist das ja verdachtsbestimmt. Was ist nur gut, außer unseren Lebenspartnern? Und da fällt einem nicht so viel ein. Was ist nur gut? Wenn es nur gut ist, eignet es sich nicht, um darüber zu diskutieren. Das verschwindet. Also nicht nur die Gefahr, wie Frau Nahles es sagt, der Historisierung des Themas, sondern dass man es praktisch nicht zum Thema macht, weil man sagt, es ist da, wir finden es gut, aber es nicht fortentwickelt in keiner Weise. Das sieht man hier in der Auseinandersetzung mit der FDP, wäre das möglich gewesen. Die Abkehr der FDP von dieser Position macht das aber nicht mehr möglich. Konkret, die Flucht aus der Mitbestimmung zu begrenzen, bei SPD, Linken und Grünen ein Thema, die Ausweitung der paritätischen Mitbestimmung durch Senkung der hierfür notwendigen Beschäftigtenzahlen in Unternehmen, auch bei SPD, Linken und Grünen ein Thema. Abbau, wie gesagt, nur bei der FDP. Also es taucht auf, es wird fortgesetzt, Stärkung und Ausbau durchaus mit einzelnen Instrumentarien. Und die Union fehlt jetzt noch bei 2017, weil wir da noch auf den Montag natürlich warten. Sie haben eine eher die Wahrnehmung, dass es ein Pflichtthema ist bei der SPD und Linken, ein Kampfthema war bei der FDP. So ist meine Einordnung nach der Lektüre. Und wenn wir uns jetzt im Einzelnen nochmal angucken, welche Deutungsmöglichkeiten es dazu gibt, dann gibt es vier, in denen das zuordnenbar ist. Einmal Mitbestimmung als Demokratiefrage. Damit ist gemeint Demokratie im Betrieb. So heißt ja auch eine Überschrift im aktuellen SPD-Programm, die gelebte Sozialpartnerschaft. Also vor Bevormundungen, die Einzelnen zu schützen, die Freiheit damit auch zu sichern. Das ist nicht ungewöhnlich, aber ist eben ein Teil der Mitbestimmung, die als Demokratiefrage daherkommt. Wenngleich,
Das ist der Ausgangspunkt. Die politisierte Gesellschaft ist deshalb politisiert, weil wir diskutieren über Unterschiede. Der Dissens, auch im Bereich der Mitbestimmung in den Aufsichtsräten, über den am Ende entschieden wird, hat eine viel höhere Legitimationskraft als der Konsens, über den nie entschieden wurde. Deswegen ist die Auseinandersetzung, der Konflikt, auch wenn politisch-kulturell das vielleicht schwer durchzusetzen ist, weil wir den Konflikt nicht lieben, essentiell, nicht nur für die Demokratie, sondern auch für die Legitimationssicherung dieses Instruments der Mitbestimmung. Und es gibt etwas anderes im Sinne der Demokratiefrage als Zuordnung. Es passt auch in die neue Beteiligungsarchitektur. Die auf große Resonanz, die Partizipationsansprüche sind andere als vor 10 Jahren. Viele wollen beteiligt werden, sehr transparent beteiligt werden. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, für dieses Instrument zu werben, weil die Qualität des Entscheidens sich anders abbildet als ohne das Instrument der Mitbestimmung. Insofern sehe ich auch hier Mitbestimmung als Basiscamp einer neuen Beteiligungsarchitektur, als Möglichkeit dafür, unter den Bedingungen einer dialogorientierten Kommunikationserwartung zu werben. Das Zweite ist Mitbestimmung als Beitrag zur guten Arbeit, Qualität von Arbeitsbedingungen, da gehört es rein. Das Dritte ist die Mitbestimmung als Beitrag zum sozialen Frieden, Zähmung des Kapitals, also Gewinninteressen, soziale Interessen gemeinsam auszugleichen und in Einklang zu bringen zumindest. Hier ist die große Chance, finde ich, an die Ungleichheitsdiskurse anzuknüpfen. Die Thematik Mitbestimmung als Beitrag zum sozialen Frieden ist im Gesamtdiskussionsrahmen, wie ungleich die Gesellschaft ist, einzubetten. Und insofern hat man hier Unterstützer von denen, die am Ungleichheitsdiskurs aktiv beteiligt sind. Und es ist eine vierte Deutungsmöglichkeit als Bestandteil guter Arbeit. Als Baustein der sozialen Marktwirtschaft, es einzuordnen und damit auch vielleicht überführbar in die digitale soziale Marktwirtschaft. Wenn wir uns jetzt im Einzelnen nochmal die Parteien ansehen, wie sie sich darstellen, da haben wir die SPD unter diesen 4 Deutungsrahmen, einfach ganz grob nur so grafisch gestaltet, dass man das auf einen Blick erkennen kann. Mitbestimmung als Demokratiefrage und als Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft besonders stark. Soziale Frieden und gute Arbeit spielen eine gewisse Rolle im Deutungsrahmen der SPD. Dauerbrenner Mitbestimmung ist konstitutiv im arbeits- und wirtschaftspolitischen Positionierungsbereich. Und konkret hat die SPD auch die Frage des europäischen Herausforderungen SE als Rechtsform, die Flucht also aus der Mitbestimmung zum Thema gemacht. Aber eine Zuordnung praktisch auf 2 Polen, die hier ganz gut und klar erkennbar ist. Bei der CDU-CSU allgemeine Zustimmung, klar, aber wenn, dann ist es verortet im Bereich der sozialen Marktwirtschaft. Mitbestimmung ist vage, kurz angesprochen, kurz begründet nur, keine wirklich positive Akzentuierung bisher, was von den Papieren bekannt ist, einzuordnen und auch in den traditionellen historischen Papieren ab 2009, dafür gilt das gleichermaßen. Sie haben dann die Linke. Wieder eine komplett andere Zuordnung als Demokratiefrage. Gut, für den klassischen Linken ist natürlich die soziale Marktwirtschaft Teufelszeug. Insofern wundert mich nicht, dass es hier keine wirkliche Zuordnung gibt. Die Demokratisierung der Wirtschaft ist der Kontext, in dem Mitbestimmung eingebettet ist. Gute Arbeit, sozialer Frieden als ergänzende Deutungsangebote. Der Kapitalismus soll ja überwunden werden. Insofern ist diese spezielle Zuschreibung, glaube ich, ganz erklärungsreich. Und die Grünen am Schluss, allgemeine Zustimmung. Ja, da haben wir genau das Problem, eine Wohlfühlorganisation für das besorgte Bürgertum. Sie haben, alles ist drin, Wohlstand und Askese, keine Festlegung. Also Twitter-mäßig eigentlich unterwegs. Nicht ungewöhnlich, für alle offen, Koalitionspartner in jeder Richtung vorfindbar, also Deutungsangebote in keiner Zuspitzung, spielt natürlich Mitbestimmung für die Grünen eine Rolle, aber sie ist auch seit 2009, seit der Finanzkrise, wichtiger geworden, aber es ist nicht klar erkennbar, wie sie sich in dem Deutungsrahmen der anderen einordnen. Sie unterscheiden sich auch in diesem Punkt nicht wirklich von den anderen. So, das am Ende, ich Ihnen einfach nochmal Sie beglückwünschen wollte, als Aufsichtsräte für diese Mitbestimmung sich einsetzen zu können.
Sie verkörpern das Sicherheitsversprechen und sollten auch diesen Weg suchen. Für die Parteien können Sie sehr viel noch erreichen. Die Programme enthalten kleine Hinweise zu diesem Thema. Da ist noch viel ausfüllbar. Sie können den Zeitkorridor nutzen bis zur Bundestagswahl und auch natürlich danach präparieren für die Koalitionsverhandlungen. Ich halte das für eine Schlüsselvariable, die Qualität der Demokratie zu sichern. Und ich glaube, Sie können an der Grammatik der Freiheit dieser Republik auch mitschreiben über dieses Instrument. Grammatiken versteht man nur, wenn man die Einzelteile richtig kombiniert. Und wenn ein Einzelteil für die Demokratie als Grammatik geradezu Baustein, Mitbestimmung sein könnte, ist das nicht ein Ornament, sondern das ist wirklich wichtig. Aber immer in der Kombination Wissen und Urteilsbildung. Nur das Wissen reicht nicht. Das ist sowieso nur sehr gering ausgeprägt. Es muss auch in der Ergänzung wichtig sein, warum es im Sinne der Urteilsfindung für eine Demokratie absolut wichtig ist. Und mein Schlussappell an Sie als Aufsichtsräte: Sie haben ja auch mit Diversity-Fragen zu tun, mit Integrationsfragen für Arbeitnehmer. Spielt das eine sehr große Rolle unter dem Gesichtspunkt Flüchtlinge, 46%, erstes Thema. In diesem Jahr haben wir ein Jubiläumsjahr von Asterix, was wir alle gerne gelesen haben. Da will ich nochmal an eine Szene erinnern. Da kommen ganz viele Fremde in dieses gallische Dorf, ganz, ganz viele. Und Asterix steht mit Methuselix zusammen. Und Methuselix sagt zu Asterix, du kennst mich. Ich bin jetzt viele Jahre hier in diesem gallischen Dorf. Wir leben zusammen, wir haben viel gemeinsam erlebt. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Fremde. Aber dieser Fremde, der ist nicht von hier. Und Sie haben nicht nur die Irrationalität von Wählern, Methuselix wäre wahrscheinlich auch Wähler, sondern Sie haben auch die Aufgabe. Wenn die Fragen von Flüchtlingen, Diversität, Heterogenität eine große Rolle spielen, sich dieser Frage auch anzunehmen. Vielen Dank.